100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Oh Mann, zusammen. Weiter geht's mit War Tales. Und ich muss noch mal kurz überlegen, wo war ich denn stehen geblieben? Fürst Vernalis, genau. Wir haben ihn besiegt, haben für Fürst Laird sein Imperium im Prinzip vergrößert, den Krieg beendet und auch die Hauptmann-Tante haben wir erschlagen, die uns dabei erwischt hat oder rausbekommen hat, dass wir den Brunnen mit vergiftet haben. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Norden zu Seras Schafstall. Freilassen. Seras Schafstall. 324 Münzen, die wir auch bitter nötig haben. Ich überlege auch gerade morgen, also in-game morgen, dann noch einmal in die Stadt zurückzulaufen, einfach nur zum Abkassieren. Okay, der da hinten ist als erstes, ne? Mal hinten rüber. Ich könnte eigentlich mal so gemeint sein, mein Pferd an die Front schicken. Warte mal, wir ziehen mal doch alles von links nach rechts, von rechts nach links rüber. Und Warhorse an die Front schicken. Oh, guck mal, hier sind noch zwei. Da sind noch zwei. Der hier ist gleich dran, ne? Müsste eigentlich die Kontinentia als erstes oder Tritos, aber ich habe gesagt, ich will gerade mit Warhorse machen. Ich lasse die Aufstellung einfach mal so, wie sie ist. Beaver und Harker, ja, das passt schon. Hier ran. Da muss ich nämlich nur eine Rüstung flicken und nicht irgendwie diverse. Ein Ausgeben und ein Reinkriegen, ne? Auch gut. So, wo ist jetzt Wolfi? Da, rechts ganz. Na gut, guck mal, dann gehen wir mal mit Tritos am besten nach vorne. Holen uns da noch einen Punkt für Kampf begonnen. Ja, nach oben. Schubst den mal weg. Da noch einen Punkt rein. Ein Baum finde ich irgendwie hübsch hier gerade. Ich weiß auch nicht warum. So, wer ist denn dann? Guck mal, der ist bald dran. Der dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir mal hier an den hier oben. Auf einen Punkt. Und noch einen. Und pass mal auf hier mit Harkat. Mal gucken, ob er ihn gekillt kriegt. Ich glaube zwar nicht, aber das wird dann nochmal einen Punkt geben. So, Wurfmesser habe ich auch wie Sand am Meer. Und noch ein Punkt. Sehr schick. Bis jetzt komplett schadensfrei, ne? Würde ich mal behaupten. So, wo ist denn jetzt hier mein... Da ist er. Tritt. Komm du mal nach vorne. Alpha. Ah, ich weiß nicht. Wolf als Begleiter wäre natürlich auch geil, aber ich will einen Bären später. Definitiv. Bären, da geht echt nichts drüber. Der letzte
Wolf da hinten. Ein Punkt. Dein Ernst? So, pass mal auf hier. Ah. Wisch ihn nicht. Ein nach unten. Jetzt aber. Oh shit. Doof. So, pass mal auf. Klär die. Inspiration. Der unten ist gleich dran, ne? Gut, Rolenon, der muss jetzt ran. Gut, wieder weg. Nee. Müsste ja noch mal einmal, ne? Schade. So, Inkontinenz, ja. Du musst den jetzt hier irgendwie in den Bereich schubsen. Oder so. Auch gut. Ja, nur eine ganz kleine Macke in der Rüstung. Völlig im Rahmen. Titel erfahrene Kämpfer freigeschaltet. Schick. So, erstmal hier. Da. Gab es da früher Schafe? Ich glaube nicht, ne? Früher gab es, glaube ich, nur Deko-Schafe, aber nichts, was man irgendwie nutzen kann. Diese Schafe ist nur noch Haut und Knochen. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Sieht das heftig hier selber nicht ganz sicher, ob es essbar ist. Spare zu, ja, pass mal auf. Ja, und da ist Futter, ne? Ich habe nämlich den Eindruck, ich komme irgendwann nochmal wieder her mit dem Bogenschützen. Und wegen der Handelsposten, Schnellreisegeschichte. Ich lasse die Schafe mal. Weil ich glaube nämlich, die sind nur so abgehungert, weil die sie nicht rausgetraut haben aus dem Stall wegen der Wölfe. Und dass die sich jetzt vielleicht wieder ans Futter trauen. Nur die Kiste nehme ich hier erstmal mit. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es da später nochmal was. Vielleicht sind sie auch einfach weg und ich hätte Fleisch haben können, was ich jetzt da nicht mitnehme. Ja, jetzt haben wir endlich der erste. Das ab. Zwei. Auch ab. Aber ich habe immer noch 10. Irgendwie finde ich den hier gerade nicht. Ja, jetzt. Stoff, Kronen. Ach, vom Ding her eigentlich schon, ne? Schlachten und, wir warten mal. Ich muss hier eh rasten. Wir müssen aber ein kleines Stück an den Rand. Ich hoffe echt nicht, dass mich hier die Wache erwischt, ne? Okay. Hopp. Okay, ich muss jetzt auch nicht zahlen. Ist auch schon mal gut. Kohle habe ich hier 6 Mal. Ich glaube, in der Kiste habe ich ohnehin noch irgendwie was. Ach hier, Schnarcher ist ein Level hoch. Mist. Nicht genug Punkte. Na, guck mal hier, Renndauer können wir nicht auswählen. Renndauer und Tragfähigkeit. Designer profitiert vom Boni durch Anbindebalken, als sei sie ein Arbeitspony. Diese Spezialisierung erfordert Kriegspony. Kann plus 2 Ausrüstung verwenden. Das heißt, ich kann meine Arbeitsponys später eine zweite Satteltasche packen. Oder nochmal Hufeisen oder so, ne? Redoute.
Design enthält eine lange Schutz und Entstellung. Die Abwehr dieser Einheit verdoppelt. Bewegung um 3 erhöht, brauche ich nicht. Zieht sich zurück und greift in gerader Linie an. Das nehme ich später noch. Inspiration. Achso, warte, aber ich muss doch vielleicht auch mal aufs Arbeitspony, aufs Kriegspferd wechseln. Erfassung 10%. Nö, das nehmen wir. Das nehmen wir. Bewegung nicht erhöhen. Diese eine als sei sie ein Arbeitspony. Aber hier, kann 2 Ausrüstung verwenden. Das wäre für die, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Kann ich da überhaupt so ein Tierhalsband reinpacken? Naja, egal. Das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Erstmal aufsteigen lassen. Das dauert ohnehin noch. So, Schweineeintopf. Warte mal, hier Hammeleintopf. Hammelfleisch. Ach Mist, da hatte ich was in der Händlertruhe. Wird einmal köstlich gekocht. So, was können wir hier noch basteln? 10 Seile, Angelhaken, Fackeln, Schiene. Okay, erstmal nichts weiter, ne? Pass mal auf. Ach ne, kein Einfluss mehr. Ach, verdammt. Gerade jetzt, wo ich dachte, benutze jetzt endlich mal. Nö. Okay, so. Wir haben hier 2 Ratten. Nochmal raus. Wir hatten noch 16, ne? Der produziert ordentlich Fleisch. Da haben wir gar nicht mehr so viel. Noch 4 Rasten. Dann ist mein Geisterleder alle. Köstlich. Kostet 17, kostet 16. Hätte ich nicht noch Menschenfleisch irgendwie dabei? Mal eine Pulle Apfelwein. Noch ein davon. Und Rasten. Ja, mit dem Levelaufstieg warte ich, bis ich, ach, guck mal. Beziehung zwischen Demenz und Irene hat sich verbessert. Ich wollte gerade sagen, dann warte ich damit, bis ich genug Einfluss habe, um hier auf die Erfassung zu wechseln. Guck mal, Karriereziele, zack, zack, 40. Tragfähigkeit plus 1. Ist ja ohnehin kein Kriegspferd, von daher Bewegung und so weiter, Geschicklichkeit, völlig egal mit den Viechern. Wimanoa. Der Druck mag mich, oder? Er nimmt mir durch diese Ketten ab, ja? Nee, Scherge, guck mal. Der wird verkauft, ablehnen. Und Franek. Ich 10, Tricht 9. Gewicht. Plus 3. Tragfähigkeit um 3 erhöht, okay. Aber ich glaube, dadurch, dass er verletzt ist, eine Verfassung verringert, dann hatte ich weniger Tragkapazität. Okay, was haben wir hier? Produzent. Ding. Okay, so, ich würde sagen, wir gehen hier einmal oben kurz in die Ecke rein, oder? Ich sehe, oh ja, da ist die Wache. Wir gehen hier oben einmal kurz gucken. Da ist nichts weiter, okay. Gehen wir jetzt nicht zu nah in die Wache. Hier nur das Holz ist das, glaube ich. Ja, ich könnte hier eigentlich den Weg laufen, ne? Nächste Runde muss ich ja noch nicht Zolls bezahlen. So bin ich dann von der Straße runter, wenn ich oben lang gehe. Aber ich bin ja mal so ein Erkunde-Beinchen, ne? Muss ja immer irgendwie überall hin. Ja, wo ich jetzt schon mal hier bin, Eisenmine. Vielleicht, oder auch nicht. Warte, ich dachte, ich könnte hier nochmal Eisen klopfen. Hat sich dann mal gar nicht gelohnt, der Weg hier. Wow, wer seid ihr denn? Warte mal, die locken wir in den Wald und dann drehen sie um und dann haben wir den Vorteil gleich auf unserer Seite, wenn sie umdrehen. Ha, Hinterhalt. So nicht, Leute. Da wollten die mich überraschen. Ist mal schön da hinten losgegangen.
Gut. Der ist dran, Übeltäter da oben, ne? Und da haben wir Machi. Dann eigentlich mal der Bogenschütze in der Wilderer. Demencia, Hakat, Turus. Rema, Inkontinentia. Oh ja, hier mit dem Speerkämpfer muss ich in die Mitte. Oh Mann, haben wir hier viele Bogenschützen. Moment. Muss ich anders aufstellen. Zu da oben hoch. An den hier auf jeden Fall. Dann ist gleich der da, ne? Okay, pass auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Torus tauscht. Die Kontinenzia hier mit dem Speer. Muss euch auch hier oben irgendwie mal bei. Das war Viva. Losgetauscht. Und darüber, ne? Nee. Muss doch auf diese Seite. Da laufe ich wahrscheinlich durch die Falle, ne? Komm, egal. Knapp vorbei an der Falle. Sehr cool. So, who's next? Insen. Da muss ich mit Torus eigentlich mal... Ja, der da oben macht einen Rundumschlag, ne? Pass auf. Torus geht hier auf die Seite, schnappt sich den da im Nahkampf. Ja, schade. Aber dadurch kommt der hier nicht ran. Sehr cool. So, Ganove auf dieser Seite. Der würde gerne abstechen, ne? Ja, von oben ran. Die Poste gibt es nämlich auch direkt jetzt. So, Wilderer, jetzt geht es nämlich los mit dem Bogenschützkack. Da ist noch einer, da ist noch einer. Demencia, ja komm, hier hinter. In den Kampf verwickeln. Radnulzium 15%, Bonus, Malus, okay, habe ich nichts. Doch, warte mal, für jeden Bonus und Malus, ne? Der war nicht schlecht. Dann Nove, so, der hier unten. Kommt nirgendwo ran. Dann ist der Wilderer dran. Da müsste ich jetzt mal... Mist, mein Pferd kommt da nicht hoch. Mein Pferd kommt aber an den da, ne? Hier, pass auf, Pferdchen. 13,5 und schafft 16. Okay, hier runter. Planänderung. Die war 24 Meter, ne? Die müsste dann oben rumlaufen und dann kann das Pferd nämlich von hier aus... In diesem Bogenschützen hier. Wo kommt der? Gut, kannst du da hin? Ja, Kriegspferde sind nicht so beliebt, wenn ich das so richtig gelesen habe in Kommentaren, so allgemein, jetzt nicht nur bei mir irgendwie, aber die meisten sagen halt, ja, Kriegspferd... Würde ich jetzt nicht nehmen, aus den und den Gründen, weil macht keinen Schaden. Aber was ich hier halt ganz gut finde, kann halt Inspiration machen hier auf die. Später kannst du dann auch durch so einen Trupp durchreiten, so wie mit diesem unerbittlichen Abendsturm hier. Auch noch mal ein bisschen Schaden machen. Und wenn die Gegner eh schon schwach sind, kann das sogar tödlich sein. Und es hat halt auch eine Tragfähigkeit fürs Inventar. Wenn es stirbt, ist das natürlich weg auf einen Schlag. Das war auch ein gutes Gegenargument, muss ich eingestehen. Aber irgendwie finde ich es cool. Auch, dass es halt Rüstung kriegt, ne? Und dann kann man da irgendwie noch ein bisschen was reinschmieden und so. Und
es kann halt auch die Bogenschützen in den Nahkampf binden. Das ist bei mir so der Hauptgrund, warum ich sage, ich hätte gerne irgendwie einen. Ich gehe jetzt dahin. Warum ich sage, ich hätte irgendwie gerne so ein Kriegspferd dabei. Der war gar nicht schlecht hier gerade. So, gehst mal auf die Seite hier zwischen. Dann haben die hier gegenseitig noch so ein bisschen Unterstützung. Ja, und vom Ding her, am liebsten würde ich jede Waffengattung wenigstens einmal vertreten sehen. Ich habe jetzt da zwei Speerkämpfer, ein zweiter Bogenschütze wird kommen, wir haben zwei Keulenkämpfer. Fürst von Meckernich-Riesling da, den wir später noch kriegen, der ist dann auch ein Schwertkämpfer. Also wer das Spiel schon kennt, weiß, was ich meine, glaube ich. Und der Axtkämpfer habe ich zwei. So, der Wilderer ist gleich dran, ne? Irema, Rolinon. So, mit ihm würde ich gerne mal wissen, der müsste hier eigentlich irgendwie zwischenlaufen. Nove. Nee. Ah, doch, fürs Killen kriegst du doch einen Punkt, ne? Ja, guck mal hier dann. Warte mal, wie weit kann er dann hier? Bis da kommt er nur. Okay, das heißt, muss ich hier oben hoch und den da abstechen. Hier dran gleich, ne? Er macht aber auch nichts. Inkontinentia. Guck mal, der ist eigentlich. Eigentlich wäre er hier auch noch dran, aber. Kommt das Aber in der Geschichte. Den nehmen wir hier raus. Und dann machen wir einen kleinen Schritt zurück. Blocken den hier einfach nur. Ja, seitlich ins Pferd, da habe ich mit gerechnet. Weil jetzt ist der Marodeur, ne? Muss ich mal gucken, ob der Marodeur. Boah, du Schwein. Dann muss ich mal gucken, ob der Marodeur jetzt hier überhaupt angreift. Und wenn ja, wo? Ich vermute nämlich. Entweder rennt er hier oben hoch. Oder er rennt vielleicht hier rein. Weil wenn er hier rein rennt, trifft er seine eigenen beiden, ne? Hoffen wir es mal. So, da will ich nicht wieder ran. Angriffsbefehl. Auch eine ganz coole Fähigkeit, finde ich. Es ist halt nur blöd, wenn man bei Liegen im Umkreis ist. Dann ist natürlich Kacke. Oh, komm mal hier, mach weg. Ja, bleib mal hier vorne auf Standby. Ach, den habe ich ja auch noch. Okay, pass auf. Erstmal Harkat. Arkad müsste hier oben irgendwie hoch. Weißt du, noch ein bisschen Messer. Ja, guck mal hier. Ja, war nicht viel Schaden, aber immerhin. So, und der Bogenschütze. Dort runter. Ach, stimmt, da war ja noch eine Falle, ne? Ich habe sie gerade gefunden. Auf die drei hier. Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken. Oh ja, pass auf. Den schicken wir in den Matsch. Dann trifft er meine Leute nicht. Obwohl, so wäre es eigentlich geiler. Aber ich will mal ein bisschen vorausschauen. So, und das hier lohnt sich nicht. Die Punkte sparen wir uns. Schade. Ist nicht weggerutscht. So, der Wilderer hier ist gleich dran, ne? Mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Marodeur. Achso, hier. Ja, warum nicht? Vier Punkte. Nochmal zwei. Und schon mal markieren. Dann machen wir es so wie eben, wie mit Harkat. Wilderer ist jetzt dran, ne? Olinon, der könnte tatsächlich. Ja, mal zwischen. Den da machen. Und dann gehen wir mal hier runter. Okay. Treffe ich den eigenen oder treffe ich ihn? Ja, sieht so aus. Mit allen Einheiten im Zielbereich. Okay, dann gehen wir einen Tick nach außen. So ist besser. Ja.
bisschen Platz machen. Ach, shit. Oh, du Sau. Okay. Wieder mal zwischen, ne? Oder? Ja, komm. Kostet 2 Punkte. Und bringt 2 Punkte. Hatte ich hier nicht für jeden Kill geht da noch eine Runde oder so? Gerade auch. So, dann ist der Übeltäter hier oben schon, okay. Er ist gleich dran, ne? Okay, dann machen wir das mal. Da, treffe ich tatsächlich alle 3. Der lebt noch, Alter. Nicht schlecht, Junge. Aber. Pass mal auf. Ein Punkt. Und noch ein. Ansporn. Guck mal, jetzt könnte ich tatsächlich noch. Ich glaube, den treffe ich hier nicht, ne? 16% nur. Nee, da treffe ich hier alles Mögliche, nur nicht meine. Okay, Viva. Und da unten runter. Leider nicht. Aber an den hier würde ich rankommen. Boris allerdings auch. Okay, ja, lassen wir den Dolch-Heini da unten einfach mal. Instinktiv. Wahrscheinlich gegen Crit zu leiden verringert. Okay, erstmal muss ich jetzt mich um den hier oben kümmern. So, pass mal auf. Du gehst wieder raus. Okay, geht sogar komplett raus. Das war gemein gerade hier unten. Irema. Und da so nicht ran von hinten, ne? Ja, geht mal dahin. Klopft von hinten ran. Durch, aber killt ihn wahrscheinlich nicht. Oh, Glück gehabt. Nein. Bisschen Platz machen. Warhorse. So, pass mal auf. Du machst. Ach, Mist. Vergiftet. Und? Ich bin jetzt gerade 15, okay. Oh shit. Och, Menno. Ich dachte, der ist dann auch hier, Todgeweiht. Ach, scheiße. Okay, RIP Warhorse das zweite. Lang lebe Warhorse das dritte. Ich bin ja, ohnehin auf dem Weg nach Tiltren hoch zum Pferdestall. So, und jetzt haben wir nämlich genau den Umstand, der angesprochen wurde. Du hast instant massiv an Tragkapazitätsverlust. Nehmen wir die Leichen mit und gehen essen, oder? Das ist jetzt echt scheiße. Aber ich werde jetzt nicht neu laden oder so. Das kann ja jeder. Hier rasten möchte ich nicht. Vielleicht der Ponyplattenpanzer. 3. Muss mal auf Harkat. Muss man die normalen Wurfmesser weg. Muss man die vergifteten. Ja, selbst wenn ich hier jetzt raste, ne? Das bringt mir auch nichts. Könnte höchstens, warte mal, pack mal ein. Ich könnte gucken, dass ich irgendwie ein bisschen was zusammenbastel. Wir haken Dietrich. Teile hier, aber ich glaube, das war gewichtstechnisch nichts. Wir haken.
Teile habe ich überhaupt? 14. Ja, brauche ich auch erstmal nichts von. Und ich habe noch versucht, das schön zu reden, ne? Von wegen, ja, und ist aber so und will ich haben. Scheiße. Okay, pass auf, ich kloppe mal das Erz weg hier. Ist alles 0,1, ne? Das Erz hat nämlich relativ viel Gewicht. Aber ich komme da eh nicht auf die 4,50 jetzt runter, die ich bräuchte. Fackeln habe ich eigentlich noch genug. Seile. Ja, es ist einfach nur das Handwerk, bringt aber nichts. Barsprühe. Wildes Schwein. Wolfswurst, Hechtsuppe. Hecht wiegt 1. Wolfsfleisch auch. Guck mal hier, Wolfswurst hatte ich lange nicht. Mal gucken. Vielleicht mit ganz viel Glück kriege ich jetzt irgendwas Geiles, aber ich glaube es eigentlich nicht. Gewissenlos. Im Hinterhalte gegen Menschen. Ja, schade, das Ding ist durch. Ich kann natürlich, das werde ich auch machen, glaube ich, das alles rausholen und so essen. Wir sind ja eh gleich beim Rattennest, ne? Wobei es eigentlich doof wäre, da jetzt schon rein zu spazieren. Das geht rein. Das geht rein. Wiegt 0,2, wiegt 0,5. So, dann haben wir halt jetzt 10 mal Kohle. Es wird begraben, es wird nicht gegessen. Schweinefleisch, köstlich. Zwei und 14. Okay, jemand verletzt? Nee, nicht so, dass ich sage, ich will was machen. Kasten. Und? Mal gucken. Drück die Daumen, drück die Daumen. Na, fast. Fast. So, was kriegen wir hier jetzt wieder? Wir nehmen 100 Einfluss. Bestätigen, zerlegen. Ich kann noch mittleren Ponyplattenpanzer bauen, ne? Will ich den tatsächlich jetzt zerlegen? Einfach nur aus Gewichtsgründen. Eilseife wäre eigentlich auch noch ganz geil. Ja, das wirft mich gerade so ein bisschen aus der Bahn. Warte mal, ich schmeiß mal weg, was ich nicht brauche, was ich schnell nachkriege. Riecht nicht so viel, ne? Guck mal hier, Holz. Dann Sandstein, 2,5. So, dann brauchen wir noch 5. Die Kohle werde ich aber behalten. Das Hufeisen werde ich behalten. Was wiegt der Bogen? Kostet 104, ne? Ist aber bei 1,5. Ich werde natürlich noch ein paar Fackeln zerlegen. Moskito-Stechrüssel, auch nochmal 1,8 Kilo. Ne? Guck mal, brauche ich die Dinge überhaupt? Geh mal auf 10 runter, der Rest kommt weg. Dann brauchen wir jetzt noch 4, ne? Okay, noch ein Ei. Ja, in den Arsch gekniffen, sag ich mal. Ich werde jetzt auch erst nochmal wieder zur Stadt, glaube ich, zurücklaufen. Er hat jetzt nichts mehr zu machen für die nächste Runde. Ich will natürlich auf trocken Fisch mal gehen zu essen, ne? Okay, so. Was wollte ich machen? Loslaufen. Und jetzt gehe ich hier doch wieder runter. Ja, jetzt bin ich nicht ernsthaft wieder überladen, ne? Okay, 153. Nichts mehr einsammeln. Selbst ein paar Blümchen waren mir schon zu schwer. Okay, zurück nach Kurz, ja?
Ja, bei der nächsten Rast müssen wir nämlich zahlen. So, pass mal auf, Flüchtlinge. Ich könnte die natürlich überfallen und ein paar gefangen nehmen. Obwohl, die kann ich eigentlich gar nicht. Wir haben nichts. Wir sind nur Refugees, die in der Edoranian War. Oh, thank you so. Und? Ja, wir gehen in die Taverne zurück, einfach nur, weil ich das Geld jetzt brauche. Aber ich habe gerade gedacht, ich kann jetzt ja bei der nächsten Rast einstellen, dass wir 50 Kilo mehr Tragkapazität haben. Ich glaube, das werde ich auch machen. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Ja, und die das Spiel vielleicht schon besser kennen jetzt seit dem Release. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich meine ganzen Handelswaren in den Handelsposten packe und das mitnehmen möchte, ob ich dafür dann nicht auch so drastisch viel zahlen muss, ne? Jedenfalls nehmen wir einmal kurz das Hammelfleisch raus. Und packen alles an Material rein, was ich jetzt definitiv nicht brauche. Das ist nämlich so ziemlich alles, sag ich mal. Weizen habe ich auch echt viel da drin, ne? Aber der Rest ist eigentlich alles Essen und halt... Typ. Essen und Ausrüstung. Guck mal, hier ist noch ein Schmuckstück, das können wir gleich verkaufen. Gasthaus zur Flugschar. Might she be looking for what? Here is your reward. Here is your reward. Da haben wir irgendwas in Nordosten. Ja, guck mal hier. Ich muss ja Richtung Nordosten. Und ich nehme das so an, wie es ist. Ich will gar nicht meinen Einfluss jetzt hier auf die Kante hauen, ne? Muss ich wieder zu Seras Schafstall. Na toll, aber auch. Look how empty this room is. Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely okay. Full on market days. Wir werden jetzt hier hochlatschen zur Rattenplage, von da aus wiederum hier runterlatschen, um dann wieder dort hochzulatschen, um dann nach Stromkap zu kommen. Das ist so mein Plan für die nächsten ein, zwei Folgen. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao. Rip Wars 2.